Hallihallo, hier ist die Andrea aus Andalusien von andreawirk.com und jetzt hier mit dem dritten Unboxing von meinem Unboxing-Marathon. Das ist das Magic Tarot. Also ich muss zur Erklärung sagen, ich habe nicht alle Decks auf einmal, ich habe sie alle auf einmal gekriegt, aber ich habe sie nicht auf einmal bestellt. Es liegen teilweise Wochen und Monate dazwischen. Die kamen jetzt nur alle an. Das ist das The Magic Tarot. Das leuchtet übrigens. Man sieht mich sogar hier, meine Kamera und alles. Ich mache schon mal hier diese Verpackung ab, dann leuchtet es vielleicht nicht mehr so. Ja, es leuchtet immer noch. Es reflektiert immer noch. Das ist The Magic Tarot. Das ist ganz neu und ich war mir nicht sicher, ob ich es bestelle. Aber ich habe es dann doch bestellt, weil ich habe dann ein Unboxing gesehen und habe gedacht, boah, das will ich haben. Ich weiß noch nicht, ob ich damit konform gehe. Es ist sehr speziell. Also die Illustrationen sind sehr speziell. Und ich meine auch, dass das so eine Art Pip-Deck ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Also es ist auch wieder so ein Deck, wo man nicht so genau sagen kann, ist es Rider White, ist es das, ist es jenes. Das ist die neueren Decks sind da nicht ganz so klassisch teilweise. Das ist von Fournier. Ich glaube zumindest, ja. Das ist ja ein spanischer Anbieter auch und das ist auch spanisch. Hier ist es übrigens ein bisschen kaputt. The Magic of Tarot. Ah, hier steht es ja auf Englisch. Es ist sogar auf Englisch hier. Und es hat 78 Karten und es ist von 2019. Ja, also es ist noch ganz frisch aus der Druckerpresse, sage ich mal. Wir machen das jetzt mal auf. Das ist hier so eine typische Fournier. Tab-Box, die man nicht aufkriegt. Und die Decks sind ja immer ein bisschen kleiner. Das finde ich cool. Ich mag die Größe von Fournier. Die mag ich total. Also, wir haben. Ich nehme gleich mal das Buch. Also, es ist ein sehr buntes Deck und ein sehr kindliches Deck, wie ihr hier schon seht. Ich gucke mir jetzt mal das Whitebook an. Ich könnte mir vorstellen, dass es das gleiche Whitebook ist wie bei all den anderen Fournier Tarots. Und es kommt wie immer in mehreren Sprachen, ja. Also in Spanisch, Englisch, Französisch, Deutsch und Portugiesisch. Und hat dieses furchtbare Faltblatt. Ich finde das ja ganz schrecklich. Gucken wir mal, wo Deutsch ist. Das ist das zweitletzte. Welche Seite ist denn das? 53. Okay, haben wir hier schon. Ich befürchte, dass es die gleiche Beschreibung ist wie von meinem spanischen Marseille-Deck. Und dann hatte ich noch ein anderes spanisches Pip-Deck. Und das war die gleiche. Die waren identisch. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier die gleiche Beschreibung ist oder vielleicht doch mal eine andere. Nee, es ist die gleiche. Also die geben sich keine Mühe für die Decks, spezielle, weil jedes Deck hat ja nochmal eine andere, wie soll ich sagen, eine andere Energie und hat andere Beschreibungen, aber die tun bei jedem Deck immer die gleiche Beschreibung rein. Das gefällt mir gar nicht. Also das finde ich nicht cool. Aber gut. Ihr wisst ja nicht, wie es ist. Ich habe ja jetzt schon zwei von diesen Beschreibungen. Dann gehe ich es mal kurz durch. Es wird kurz erklärt, was Tarot ist. Ja, dann kommen schon die großen Arkanas, also die Trumpfkarten. Und obwohl, ich glaube, das ist hier schon ein bisschen anders. Und das sind jetzt hier die großen Arkanas, dann haben wir die kleinen, da fängt es mit den Schwertern an. Ja, zum Beispiel die Neun der Schwerter, Wahrsagung in normaler Position, Armut, Zwist, Elend, Sorgen um eine geliebte Person, Verzweiflung, umgekehrt, Zweifel, verleumderisches Gerücht, Rache, Skrupel, berechtigte Angst, der König der Stäbe. Wahrsagung in normaler Position, ehrliche und bewusste Person, aufmerksam, freundschaftlich, wohlerzogen. Das ist schon hier ein bisschen moderner. Bei den anderen zwei Decks, die ich habe, sind es ganz merkwürdige Beschreibungen, ganz ehrlich. Also die ist hier schon anders.
Was haben wir denn hier? Die Gerechtigkeit stellt geistliche Ausgeglichenheit dar. Gerechtigkeit, Harmonie, Gleichheit, Tugend, Jungfräulichkeit. Der Tod stellt den wandelnden Geist dar. Unerhoffte Änderung, Verlust, Scheitern, Ende einer familiären Situation. Der Teufel stellt, sorry, das flutscht mir immer weg, den sich bändigenden Geist dar. Das finde ich ja sehr interessant. Unterwerfung, Ruin, Sklaverei. Ja, also es ist so die allgemeine Beschreibung der Karten. Und wir haben zum Schluss dann immer meistens noch eine Legung. Genau, das ist dieses keltische Kreuz und noch eine andere Legung für die, die Interesse haben. Ne? Das ist also das kleine Whitebook. Und dann fangen wir mal an mit dem Deck. Das ist, also die Fourniers-Decks sind immer ein bisschen flutschig am Anfang. Die flutschen echt immer weg. Aber das ergibt sich wenn du das öfter verwendest, dann nutzt sich das ein bisschen ab und dann sind die nicht mehr so flutschig. Guck, das flutscht hier richtig runter. Okay, also, das ist die Eingangskarte, The Magic Tarot. Ach, ich habe gar nicht gesagt, von wem das ist. Das kann man hier überhaupt nicht erkennen. Das ist eine bescheuerte Schrift. Vielleicht wird das ja hier nochmal dargestellt. Nein. Ich weiß nicht, ist das hier ein A? Amaya Arazola. Nee, ja, ich weiß nicht, was das hier für ein Buchstabe ist, ehrlich gesagt. Also, das ist blöd. Okay, also. Ich sag mal, das ist die Amaya Arazola. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja. Und das ist die Rückseite von dem Deck. Die ist sehr interessant. Die kann man auch wieder, kann man nicht rück. Also man kann es schon andersrum lesen, aber dann sieht man, dass er halt verkehrt rum liegt, ne? Umgekehrt liegt. Die Karte ist wie alle Fournier-Karten, also nicht zu dick, nicht zu dünn, flexibel, fest, sehr flutschig. Und die Kartengröße ist klein. Ja, das ist hier eine normale Tarotkartengröße. Und ich mag diese Größe. Ich liebe die total. Die liegt total gut in der Hand. Das ist hier ein Los Garabeo-Deck. Das ist auch ein Tick kleiner als das normale Tarot. Aber also es ist echt cool. Die Größe, die liebe ich total. Total geniale Größe. Okay. Die Karte an sich ist so aufgebaut, dass man hier eine Zahl hat bei den Trumpfkarten und hier unten hat man die Bezeichnung auf Spanisch und auf Englisch. Dann bei den kleinen Arkanas hat man hier das Spanische Es, As de Oros und hier das Englische Ace of Pentacles. Also es wird ausgeschrieben, die Zahl, also die ist nicht. Genau, und ich sehe gerade, dass die einzelnen Farben, die sind auch mit verschiedenen Farben, ne? Also wir haben hier so in so einem Türkisen haben wir die Münzen, in so einem Pink haben wir die Kelche, lila ist Schwerter und so ein Orange, Rot, Orange würde ich sagen, sind die Stäbe, ne? Genau. Ich weiß jetzt gar nicht, haben die hier. Ja, okay. Gut, dann fangen wir jetzt mal an mit dem kleinen Flip-Through. Mit den Flutschi-Karten. Okay, also die Karten sind sehr, sehr, sehr bunt, sind echt originell, auch mal was anderes. Und wie gesagt, die sind nicht Rider White oder ansatzweise Rider White angelehnt. Also ich glaube eher, dass es ein Pip-Deck ist, aber ich weiß es nicht. Es ist ein Mix aus allem. Okay, also jetzt der Flip Walkthrough. Das ist der Narr, The Fool, El Loco, El Mago, The Magician, der Magier.
Las Sacerdotisa, das Wort kann ich nicht aussprechen. The High Priestess, die Priesterin. La Imperatrice, the Empress, die Herrscherin. El Emperador, the Emperor, der Herrscher. Gucken die sich eigentlich an? Oh, die Herrscherin sieht ja eigentlich ziemlich böse aus. El Sumo Sacerdote, the Hierophant, und das ist der Hierophant. Los Enamorados, the Lovers. El Carro, the Chariot, der Wagen. Die Gerechtigkeit. Also vom Aufbau her ist es eher Marseille angelehnt, weil die 8 die Gerechtigkeit ist. Ja. Also ist es dann wohl ein Pip-Deck. Der Eremit, der ist ja schnuffig. Das Schicksalsrad. Die Gerechtigkeit. Der Gehängte. Der sieht ein bisschen. Ja, die Gesichter sind ja der Tod. Die Mäßigkeit. Der Teufel, der Turm, der Stern, der Mond. Oh, das ist ja schnuffig hier mit den Herzchen. Fällt mir gerade erst auf. Der Mond. Die Sonne, das Gericht und die Welt. Dann kommen wir jetzt zu den kleinen Arkanas. Das ist das Ass der Pentakel. Ich finde die total schnuffig, die Karten. Die 2 der Pentakel. Die 3. Die 4. Oh, die 5. Die 6. 7. Die ist ja interessant. Die 8 der Pentakel. Die 9. Und die 10. Oh. Die ist ja schnuffig. Dann haben wir den Caballo de Oros, den Ritter der Münzen. Die hat ja einen Bart. Die König. Oh, das ist ja der. Warte mal, der Ritter. Das ist der Bube. Das ist hier verdreht irgendwie. Der König. Und die Königin. Die hat ja noch einen größeren Bart. Das ist ja sehr lustig. Warum das jetzt so sortiert ist, weiß ich nicht, aber man kann ja trotzdem dann lesen, wie man will. Hier flutscht wieder alles weg. Dann haben wir hier die Kelche, Ass der Kelche, 2 der Kelche, die 3, wow, 4, 5,
Das ist wieder sehr Rider-Waite angelehnt. Das ist so ein Mix aus allem wieder mal hier. Wow, die 6, wieso ist denn die so traurig? Das ist doch meine Seelenverbindungskarte. Die 7, die ist ja schnuffig. 8, 9, die ist interessant. Und die 10 der Münzen. Das finde ich ja cool. Die hat Haare. Die rasiert sich nicht. Das finde ich geil. Ich rasiere mich ja auch nicht. Dann haben wir den Ritter der Kelche. Den Bube der Kelche. Den König der Kelche. Wow. Und die Königin der Kelche mit einem Einhorn. Und guck mal, hier hat sie ein Herzchen. Was hat die denn an? Das ist ja geil. Okay, dann kommen wir zu den Ass der Schwerter. Die scheint nicht so viel Zeit zu haben hier, die Frau. Die 2. Die 3. Boah, die finde ich gut. Mal kein durchbohrtes Herz, einfach nur Traurigkeit. Die 4 der Schwerter. Die 5. Sechs. 7. Acht. Neun und die 10. Also die Karten, da muss man sich ein bisschen mit befassen, da muss man sich ein bisschen mit eindingsen. Dann haben wir den Cavallo, den Ritter, den Bube, den König, der ist aber jung. Und die Königin als Kuh, das ist ja auch interessant. So, und dann kommen wir jetzt zu den, die ist ja schnuffig, zu den, wie heißt's, Stäben. Die ist toll, die gefällt mir, die hat eine total schöne Energie. Oh, die ist auch schön, die 2 der Stäbe. Die 3 der Stäbe. Der hat schon 2 Stäbe und einer hat er verschluckt. Warum das jetzt so ist, weiß ich auch nicht. Die 4. Wow, die 5. Die 6. Die 7. Die 8 der Stäbe. Aha. Die ist ja interessant. Die 9, die ist auch interessant. Also die Stäbe, die sind ab der 3 etwas komisch. Und die 10 der Stäbe. Und wir haben hier den Ritter. Wow. Den Bube. Den König. Und die Königin im Schlafanzug oder was? Guck mal, was sie hier für Hängetittchen hat. Oh, wie süß. Okay, das ist also das Magic Tarot. Man könnte ja eigentlich meinen, wenn man Magic Tarot hört, dass das irgendwie ein ganz anderes ist, aber das ist ein sehr buntes, sehr lustiges Deck, wo man vielleicht einige Dinge nochmal überdenken darf. Hier die 5 der Stäbe zum Beispiel oder 6, was es zu bedeuten hat. Das Deck war relativ günstig übrigens. Es hat, glaube ich, 13, 14 Euro gekostet. Deswegen habe ich mir es dann letztendlich auch bestellt, weil ich dachte, naja,
Ich mag halt die Fournier-Stacks und ich wollte auch wieder so ein Pip-Deck haben, wo ich selber so ein bisschen rein interpretieren kann, wo nicht immer mit Bildern alles schon vordefiniert ist, also mit Geschichten. Und wie gesagt, am Anfang sind die immer ein bisschen flutschig. Ich mache jetzt mal eine kleine Zeitqualitätslegung, um zu überprüfen. Ups, flutsch, 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 wie das hier so ist. Die lassen sich auf alle Fälle gut mischen. Das lassen sich alle Fournier-Stacks, die ich habe. Die liegen auch so geil in der Hand. Ich liebe die total. Lassen sich auch so super genial mischen. Das ist echt die geilste Größe und auch die geilste, auch wenn sie flutschig sind. Wie nennt sich denn das? Qualität. Ich mag die total. Das haben wir hier, aber so viele wollte ich nicht. Ich wollte jetzt noch drei Karten für die Zeitqualität legen. Zwei sind ja schon rausgeflutscht. Oh. Hier geht es um den König der Kelche. Oh, guck mal, was für ein toller Kerl der ist. Den würde ich mir glatt mitnehmen. Ein schamanischer Kerl. Hier würde ich sagen, geht es darum, auch das hatte ich jetzt eben auch schon beim Röhrig-Tarot, also vielleicht liegt tatsächlich irgendwas in der Luft, dass jemand dir Liebe zu bieten hat im Moment. Und vielleicht sogar ein Wassermann. Das ist nämlich der Stern ist der Wassermann oder Wassermann-Energie. Und hier der König ist ja eher so Löwe-Energie, Löwe-Schütze, Widder-Energie, wobei eher Löwe-Schütze finde ich. Heißt nicht, dass es das Sternzeichen sein muss. Es kann einfach nur die Energie in dem Horoskop sein, in seinem Horoskop. So ein Mensch scheint auf dich zuzukommen und dir Liebe zu bieten. Und die Sterne sind für mich auch immer so ein Indikator, wenn es um Liebe geht, dass es auch eine ganz tiefe Verbindung ist. Aber hier ist ein Schmerz. Hier ist man traurig. Vielleicht kann man vom Alten noch nicht loslassen, weil der Stern hat auch das ist ja der See des Vergessens, zu tun. Vielleicht kannst du was, oder du kannst einen Menschen nicht vergessen, der dir lieb war. Kann natürlich auch sein. Aber hier haben wir eine Wachstumskarte. Die Sieben der Kelche, die in dem Deck für mich eher darstellt, dass es darum geht, dass Liebe wächst, dass da Potenzial ist für Liebe und nicht so diese Traumkarte vom Rider-White-System. Deswegen würde ich sagen, aber warum bist denn du dann traurig? Dann noch einer. Oh, das bist du, die Königin der Schwert, die Königin der Schwerter. Bei dir muss scheinbar noch irgendwas geklärt werden. Vielleicht bist du aber auch in denjenigen verliebt und er öffnet sich dir nicht. Was ist denn mit dem Kerl los? Da müssen wir auch noch mal eine Karte ziehen. Die wollte ich aber gar nicht. Jetzt will keine raus. Eben wollten drei raus und jetzt will gar keine mehr raus. Die will auch raus. Zinko des Baders. Oh, war ja, die ist schwierig. Der hat ganz viele Schwerter in sich drin. Und das ist ein Drache. Also es ist eher eine negative Energie, würde ich sagen. Und hier will was geklärt werden, aber hier wird was mit Wut geklärt. Der Typ hat ein bisschen Wut in sich drin. Und das ist jetzt zwar eine weibliche Person, aber also mir sagen die Karten jetzt, wenn ich die jetzt da noch. Der Typ ist mit der Tussi hier zusammen und da ist kein gutes Verhältnis mehr. Oder die Frau ist mit, also derjenige, der Mensch ist mit demjenigen zusammen. Hier ist keine gute Energie mehr. Hier ist nur Streit. Und hier wächst was mit dir zusammen. Und der schielt ja auch zu dir rüber. Guck mal, der schielt zu dir rüber. Und du schielst zu ihm. Das ist total geil. Und du bist aber traurig, weil er noch mit dieser Frau zusammen ist. Oder mit diesem Mann. Also dieser Mensch ist noch mit diesem Menschen zusammen. Und
Du möchtest gerne mit ihm zusammen sein, aber du kannst es nicht. Also das bezieht jetzt nicht betrifft jetzt natürlich nicht jeden, ne? Aber wenn du mit dieser Legung konform gehst, dann ist es deine Legung. Dann fragen wir jetzt mal, was du tun kannst oder was so anliegt zu tun. Ich würde sagen, es liegt an zu tun, das Ganze zu klären. Wow. Also wir haben hier die Hohepriesterin, die auch immer so ein bisschen Geheimnis bedeutet und die liegt ja auch hier. Also er hat ja noch ein Geheimnis mit ihr, dass er auf dich steht und das darf er jetzt mit ihr klären, dieses Geheimnis. Ja. Und dann hat eure Liebe ganz viel Fruchtbarkeit. Hier haben wir nämlich die Herrscherin, die ja Fruchtbarkeit bedeutet, also ganz viel Wachstum. Und dann kannst du endlich aufschreien und mit ganz viel Lust und Liebe und wow, kannst du mit ihm, mit diesem Menschen, kannst du dann zusammenkommen und ihr könnt feiern, eure Liebe feiern und leidenschaftlich leben. Ja. Die Karten sind lustig. Das war natürlich jetzt ein bisschen witzig und flapsig von mir erläutert, aber du kannst ruhig diese Legung mitnehmen, wenn du so eine ähnliche Situation hast. Dann, wenn du eine Situation hast, wo ein Mensch mit einer anderen Frau und anderen Menschen noch zusammen ist und da aber ganz viel Streit ist und eigentlich klar ist, dass die beiden eher getrennt sind als zusammen und du bist mit dem aber eigentlich schon so ein bisschen verbandelt, also ihr seid schon, ne? Dann sieht's gut aus, aber er muss es halt klären, dieser Mensch. Er muss sein Geheimnis mit lüften, dass er in dich verliebt ist oder dich liebt und muss einfach klar Schiff machen. Und wenn er das macht, dann hat eure Liebe ganz große Chancen. Ja? Okay, das war die Legung. Total geile Karten. Ich mag sie auch immer lustige Karten. Ihr wisst ja, ich mag Karten, die anders sind. Und die sind sehr, 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 sehr lustig. Ich muss mich mit denen natürlich ein bisschen beschäftigen, weil hier sind einige Sachen, einige, die ich nicht verstehe. Zum Beispiel den hier. Aber das kommt dann mit der Zeit. Mit jeder Legung lerne ich dann mehr. Okay. Ich danke dir fürs mich begleiten durch dieses Flip, durch dieses Unboxing. Ja. Und ja, wenn dir das Deck, ich würde mich über Kommentare natürlich freuen. Ich würde mich über Likes freuen, wenn dir das Video jetzt hier gefallen hat. Also Kommentare kannst du auch ruhig negativ machen, wenn dir das jetzt nicht gefallen hat, das Deck. Dann hat man kann man darüber diskutieren. Und wenn, ja. Darfst mich natürlich auch gerne abonnieren und es teilen. Und wenn du eine Legung von mir haben möchtest, ne, die ich jetzt eben gemacht habe, war natürlich sehr flapsig, aber sie hat auch einen tiefen Hintergrund gehabt. Wenn du gerne willst, dass ich dir eine Legung mal mache, dann kannst du mich gerne anschreiben. AndreaWirk.com ist meine Webseite, AndreaWirk@yahoo.es ist meine E-Mail-Adresse. Und wenn du das dann auch gerne mit diesem Deck haben möchtest, dann kannst du mir das sagen, dann verwende ich natürlich auch dieses Deck. Herzensdank fürs Mitmachen und Zuschauen. Alles Liebe für dich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.